Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 14.09.2020. Damit Monatsmitte und auch Beginn der Verfallswoche. Diese Woche große Verfallswoche. Ja, Septemberverfall volllaufen oder verfallen mehrere Produktkategorien oder mehr Produktkategorien als auch ja, bei den kleinen Verfallsterminen. Die Futures kommen noch mit dazu. Sind häufig Wochen, die deutlicher bewegt sind. Wochen, die auch gut Bewegung zurücklegen können. Gibt gewisse Verfallstagsdiagramme etc., an denen man sich da ein bisschen ein Bild von machen kann. Ich bin davon ein bisschen abgekommen, weil ich gemerkt habe, dass sich viel zu viele dann einfach immer viel zu sehr damit identifizieren und dann halt wirklich nur noch auf dieses Ziel hin, so nach dem Motto, das muss ja unbedingt klappen. Es ist aber halt nie so, ne? Also es ist ganz, ganz, ganz selten, dass der Markt auch wirklich dort abrechnet, wo es am meisten Sinn macht. Das kann sogar dazu gehen, dass es völlig in die andere Richtung geht, wie dass das Verfallstagsdiagramm hergeben würde. Und ich der Meinung bin, dass man einfach besser fährt, wenn man sich auf die Woche ein bisschen einstellt, wenn man sich darauf einstellt, dass die ein bisschen mehr Bewegungsspanne haben kann, dass er ein bisschen mehr Bewegungscharakter auch da sein durfte, dass es ein anderes Bewegungsverhalten erwartet werden kann, wie wir das die letzten Wochen hatten, einfach weil wir jetzt mehr Zwänge im Markt haben wie die letzten Wochen. Und ich denke, dass man da besser fährt. Ne? Zum Freitag hat man gesagt, dass unser DAX hier ganz schön im Löschwasser ersoffen ist, ne? Von der Flut, die er bekommen hat. Muss eigentlich sagen, ja, aber er wurde auch ganz gut gehalten. Also er hat sich gut gehalten. Ne? Hier gibt jetzt Symbol einen Daumen nach oben. Das wird interessant. Ich bin selber total hin und her gerissen eigentlich, was ich mit ihm jetzt hier machen soll. Außer ihnen zu sagen, dass ich oben wie unten jetzt mit einem baldigen Ausbruch eigentlich rechne. Also wir können vielleicht hier auch einen Blick in den Tagesschart mal reinwerfen. Die Bänder, die sind so eng zusammen, das hält ja keine 2 Wochen mehr durch. Also da wird es jetzt bald knallen, oben oder unten raus. Wenn wir uns das mal angucken, wie sich die Bänder hier zusammengezogen haben, das sind jetzt noch knapp 500 Punkte. Also das ist schon, naja, sind ja, doch, so knapp 500 Punkte, das trifft's. Das ist schon fast mit wieder das engste Niveau, was wir zum Beispiel auch hier hatten, ne? 11.060, da war es sogar noch mehr. Sehen Sie, das ist sogar noch größer gewesen und auch dort hat die Verengung der Bänder dazu geführt, dass der Markt wieder mehr Trendcharakter reinbekommen hat. Das halte ich hier auch für möglich. Wenn wir uns die letzten Kerzen so angucken, sehen wir, der stampft wie ein Bekloppter eigentlich, wie ein Ochse stampft er auf der Stelle und probiert hier so ein bisschen von dieser 13.100, 13.000 wegzukommen. Ne? Das ist so, das ist ein richtiger Krampf ist das für ihn halt. Ne? Das dürfte sich auch entladen. So vom Bewegungsmuster, was wir hier so sehen, würde sich ein Entladen unten raus mehr anbieten. Einfach von der Bewegungsstruktur her. Es ist nur aber so, dass so ein Muster. Es gibt immer eine Variante, die ist wahrscheinlicher und es gibt eine, die ist nicht so wahrscheinlich. Und deswegen kann die nicht wahrscheinliche Variante aber trotzdem knallen und darauf muss man sich einstellen. Darauf sollte man sich vorbereiten. Und das liegt hier einfach dann in einem Ausbruch oben. Das heißt, wenn es dem DAX gelingt, hier nachhaltig eben aus dem Band rauszusteigen, einen schönen Close hinzubekommen, so wie hier, ich kann mir vorstellen, dass er diese Woche dort mehr Unterstützung kriegt und getragen wird. Und das kann im Zweifel bis hoch ans Allzeithoch gehen. Ja, also den Pfeil, den würde ich vielleicht eher zur Seite hier, die 12.000 600 wäre das erste Bewegungsziel. Eher sollte man den DAX dann aber fast schon hier oben Richtung Allzeithoch wieder anzählen halt. Ne? Es ist durchaus eine Option. Short Trigger, die würde ich jetzt alle ein bisschen höher ziehen. Also im Bereich um 12.800. Ich glaube, wenn es uns ein DAX da runterschiebt, dann wäre das unterseitig der Ausbruch. Dann könnte er dort loslegen. Das würde mich wundern, wenn das diese Woche klappt. Ich glaube, dass. Wenn er runterarbeitet, dann wird er sich eher hier unten einmal vorlegen und nach dem Verfall unten durchmachen. Das wäre einfach zu viel halt. Ne? Also wir stehen jetzt bei 13.200, so unser DAX, wenn er gut drauf ist. 600 Punkte Wochenspanne kriegt er hin halt. Ne? Nach oben 13.800, das passt. Das wäre passt genau. Einmal oben dran ans Allzeithoch und dann ein bisschen zurück. Vielleicht Donnerstag oben dran. Und zurück, das ist möglich, das sind nur noch 600 Punkte, das ist nicht viel halt, ne? Also da muss man auch einfach ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen, das ist halt einfach nicht viel. Auch wenn Allzeithoch immer besonders klingt, aber da fehlt nicht mehr viel. So kann man kann das nicht anders sagen, es sind nur 600 Punkte. Der DAX kann an einem Tag 500 Punkte schaffen. Da haben wir die letzten Tage gesehen, das geht. Das hat er sogar im Seitwärts einfach so geschafft. Wenn der Trend
Trendcharakter wieder aufnimmt, kann es sogar an einem Tag schaffen, 600 halt, ne? Das erwarte ich jetzt nicht, aber im Donnerstagnachmittag obendran und dann Donnerstagnachmittag und Freitag ein bisschen wieder zurückkonsolidiert, ist durchaus eine Option. Das ist durchaus eine Option, die im Raum steht. Sollte der auf der Unterseite arbeiten, würde ich ihn, wie gesagt, eher so im Bereich von 12.800 ansehen, dass er sich einfach jetzt hier nochmal die 13.000 ein bisschen zur Brust nimmt, die 12.800 nochmal ein bisschen zur Brust nimmt, 12.750 etc. hier, das so einfach ein bisschen austestet. Dann wäre hier zumindest erstmal wieder dran und könnte dann in die nächste Woche vielleicht rausfallen, aber muss das jetzt liefern. Und ich finde, er hat auf der Unterseite mehr Bringschuld einfach. Ich würde deswegen auch unsere Scheine jetzt ein bisschen anpassen wollen. Ich würde den unteren aber noch nicht anpassen. Also ich habe den auch noch nicht angepasst, ne? Wenn Sie sich das jetzt mal angucken, ich habe jetzt quasi für... Was habe ich gemacht? Genau, ich habe für die Abwärtsstrecken... quasi den unteren hier. Den habe ich angepasst, da habe ich ein bisschen höher gegriffen, einfach über dieses über das letzte Allzeithoch drüber gelegt, den Stop-Loss. Der lag vorher bei 13.800 840. Jetzt zucke ich beim Erzählen, weil ich gerade gesagt habe, der Stop-Loss. Der K.O. lag vorher bei 13.610 oder sowas. Den würde ich jetzt hier einfach ein bisschen über dieses Hoch platzieren. Thema Stop-Loss K.O. ist hier aber das richtige Stichwort, worüber wir nochmal sprechen sollten. Hier steht halt für Abwärtsstrecken. Ja, das heißt, ich würde den nutzen, wenn der Markt Schwäche zeigt, wenn er fällt. Das ist für mich kein Produkt, mit dem ich rumhandeln würde, in dem Moment, wo der DAX oben ausbricht und dann in jede grüne Stundenkerze so ein Scheinchen kaufen. Das ist halt gegen den Trend gehandelt, muss man ja so sagen. Ne? Das klar klappt sowas, aber es ist gegen den Trend gehandelt. Und das ist halt einfach so, wenn man das immer wieder macht, das ist in 8 von 10 Fällen, in 7 von 10 Fällen klappt es halt nicht, weil es mit dem Trend besser klappt halt. Ne? Deswegen ist es für mich ein Produkt, was ich handeln würde, wenn der Markt fällt, also für Abwärtsstrecken, nicht andersrum. Nicht in den Aufwärtsstrecken das Produkt handeln und in den Abwärtsstrecken dann zu dem hier greifen, das wäre genau verkehrt rum halt. Ne? Also mit dem Markt handeln. Ne? Das ist das primäre Ding. Ich würde trotzdem jetzt hier einfach rübergreifen, weil ich das durchaus erreichbar halte, die 13.800, 13.600. Das war letzte Woche, war ich da noch nicht so ganz. Da wollte ich gerne sehen, was der Donnerstag und der Freitag noch macht. Hatte die eher mehr nach unten raus, so ein bisschen auf dem Radar. Sind sie letztendlich auch gekommen. Sind beide nach unten rausgegangen. Aber der Freitag hat es mir irgendwie ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ist mir zu stabil geblieben, einfach halt, ne? Ist mir einfach zu stabil geblieben. Und das macht ihn nach oben, das ist so ein Trigger umzuklopfen, der muss ja nur über die 300 letztendlich. Und dann macht er sich dann schon Platz bis 400 und so weiter. Und dann, wenn der hier oben steht, ist es, wenn der hier oben Tagesschluss hinstellt, das ist halt, das ist so eine Vorlage. Die dann nochmal umzudrehen, ich weiß es nicht, also, pff. Weiß ich nicht. Da würde ich erst wirklich short aufspringen. Ich würde den echt long oben raus versuchen mitzuhandeln. Und wenn er sich umdreht, wenn der ein Fehlsignal bringt, dann bricht man halt ab und dann setzt man nochmal einen Short an. Ne? Aber ich würde jetzt nicht auf Verdacht einfach dagegen knallen, weil ich ihm das nicht zutraue. Ich traue ihm das schon zu. Gerade nach einer Verfallswoche, in der Verfallswoche oben raus. Ich meine, der September ist bald vorbei, wenn man so will. Ne? Noch eine Woche, dann kommt nur noch eine. Dann ist der statistisch schlechteste Monat schon wieder vorbei. Bisher schlägt es sich nicht schlecht, zumindest im DAX. Wenn man sich den Nasdaq anguckt, der kriegt im September halt ordentlich mal was. Der kriegt echt ordentlich Feuer. Also das sieht momentan sogar so aus, wie jetzt probiert er die Märzwelle nochmal nach unten zu replizieren. Da muss man auch ein bisschen im Blick behalten, die Kiste. Aber unseren DAX lässt es aktuell unbeeindruckt, das muss man sagen. Ne, also auf 2-Stunden-Ebene, weiß ich nicht. Wir haben hier gesagt, wenn er. Der muss, wir gehen davon aus, dass er unten rausgeht, dass er unten drunter gibt, 13,80 drunter gibt, dann weiter kann. Ne, das war die Erwartungshaltung. Wir haben aber auch gesagt, aber Vorsicht, wenn er oben reinkommt, wenn er stark reinkommt, über der 12,140, 13,140, 13,150, haben wir gesagt, kann er locker nochmal in die 13,250 oben ran. 13,250 bis 13,280, die Leute ein bisschen ärgern, dort wieder zurück. Genau das hat er getan. Und jetzt gucken Sie, wie der das fällt hier, wie der das, sehen Sie das? Wie der, sehen Sie das, wie der seine Lunten da durchstellt halt, ne? Also der versucht es schon zu halten und zu verteidigen jetzt. Also, oder hat es versucht zum Freitag zu verteidigen. Es ist ihm auch gelungen. Punkt. Jetzt braucht man gar nicht schlechter reden, als es ist. Und von daher, pff, der, pff,
ist mir zum Freitag zu stabil gewesen. Das heißt, ich will von ihm, um ihn weiter shorten zu können, ne, oder um ihn weiter zu shorten, um Short zu suchen, möchte ich ihn zum Montag auf jeden Fall unterhalb der 13.100 sehen. Vorher kommt für mich Short nicht in Frage halt, ne? Würde ich einfach nicht machen wollen. So, und dann sehen Sie, clustert sich hier schon einiges im Bereich um 13.20. Kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die auch erstmal wieder reagiert. Ne, das wird, ist hier ganz schön dicht alles. 13.30, 13.20 kommen hier 202-Stunden-Linien und so weiter. Das ist so und so gute Unterstützung gewesen. Also 13.20 im Blick behalten, wenn wir unter 13.100 rausgehen. Aber dann muss er auch unten raus. Und er muss auch nach 9.30 da noch unten durchdrücken. Er muss sich nach, er muss Schwäche zeigen und mehr Schwäche, als er am Freitag gezeigt hat. Zeigt er keiner Schwäche, dann wird man ihm diese Stabilität, die er am Freitag gezeigt hat, als pure Stärke auslegen. Und dann ziehen die die Kiste einfach hoch halt, ne? Und mit hochziehen meine ich über 300, hoch an die 400, ran an die 350, 360 als Zwischenschritt, ran an die 400 und darüber immer weiter. Und dann steht er bei 570, das kann schon am Montag passieren. 570, 610 wäre durchaus ein attraktiver Zielbereich zum Montag, wenn der DAX Stärke zeigt. Durchaus. Durchaus möglich. Halt, ne? Wir könnten hier noch sagen, das ist so ein bisschen Reaktionszone. Ja, also da wird er bestimmt mal ein bisschen was zur Seite wegknatschen. Machen wir vielleicht besser so. Aber es ist halt einfach zum Freitag zu wenig nach unten gekommen. Ich meine, ja, es ist 11. September gewesen, wo die Amerikaner immer positiv sich verhalten und grüne Märkte einfordern, aber haben sie gesehen? Haben sie gesehen? Haben die auch nicht so richtig hingekriegt. Aber der DAX. Und wenn man DAX kauft hier und oben hält, ich analysiere jeden Wert für sich. Das hat auch einen Grund. Na, okay, gut, also das haben sie, denke ich, verstanden, das haben sie mitgenommen. Unten würde ich sagen, sollte der DAX aber das nicht halten und auch die 12,69 nicht halten, würde ich schon davon ausgehen, dass unser DAX hier jetzt ein ganzes Stück dann ja an die 12,800 wieder runtergegeben wird. Ne? 12,850, da liegt noch ein offener Xetra-Gap-Close, den könnte ich mir vorstellen, dass man den dann sieht und von dort wäre dann auch erstmal wieder ein bisschen Unterstützung zu erwarten letztendlich. Und ja, soweit die Ziele. Hier unten wäre natürlich Eskalationspotenzial weitergegeben bis zur 12.640 Runde, das bleibt unverändert. Aber das ist so die Erwartungshaltung. Das heißt, ich gucke mir das jetzt hier ganz genau an. Was sehe ich hier? Sehe ich Stärke, sehe ich Schwäche? Und dann versuche ich damit zu gehen. Ja, aber das am Freitag hat mich nicht wirklich überzeugt. Also was heißt, das hat mich nicht überzeugt? Das hat mich unten raus nicht überzeugt, dort dran festzuhalten. Ich denke fast, er kriegt am Montag eine Chance oben raus. Und dann muss man gucken, ob er die löst. Sollte er wieder erwarten, einen Abwärtsgap bringen, sich unter 13.100 stellen, auch okay. Ja, aber ich will das erst sehen. Ich will es wirklich erst sehen, dass der unter die 13.100 geht. Dann ist er für mich, dann gehen für mich unten wieder attraktive Bereiche auf. 13.20 kann man sich dann mal angucken. 12.69 ist super interessant. Und auch eine 12.800, je nachdem, wie tief er dann kommt. Aber ich will das echt erst sehen. Na, so, und machen Sie sich, tun sich den Gefallen, schreiben Sie sich wieder zwei, drei Sachen auf den Zettel. Ich habe das die letzten Tage immer mal wieder von welchen gehört, die gesagt haben: Mensch, eigentlich war der Tag nicht schwer, es ist genau das passiert, was wir vorher analysiert haben. Also insbesondere auch in solchen Tagen hier. Und trotzdem habe ich nichts rausbekommen. Das ist immer, weil man, also sowas kommt primär daher, weil man sich intraday viel zu oft von seinem Plan abbringen lässt. Deswegen den Plan einfach irgendwie festieren, festsetzen. Machen Sie sich, ich mache das auch so. Ich mache für jeden Tag einen Plan, wo, wie, was, was kommt, wann, wie kann ich dann reagieren und so weiter. Und innerhalb des Tages überprüfe ich eigentlich nur, ist das denn noch legitim? Macht er denn genau das, was ich erwartet habe? Und wenn ja, dann halte ich daran auch fest. Und das sollten Sie auch so machen. Also mir hat es geholfen halt, ne? Und mir hilft es heute noch, ich mache das heute noch. Das ist auch nichts, was man irgendwann abwerfen kann, weil man es dann kann. Das ist ganz normal, dass sie heute denken, na, unter 13.100 kann er fallen. Am Montag eröffnet er unter 13.100 und sie sagen sich, oh, na, jetzt ein Gap Close, da gehe ich doch mal long. Ne? Das ist ganz normal. In dem Moment, wo sie sich jetzt aber hinsetzen und sagen, nee, ich will mal versuchen, unterhalb von 13.100 Short zu suchen, dann gehen sie anders damit um, wenn dann ein Abwärtskipp kommt.
Das ist einfach so. Und das probieren Sie, das machen Sie, das arbeiten Sie mit sich selber. Ich habe zum Beispiel hier, wenn Sie jetzt bei mir hier auf den Schreibtisch gucken würden, hier liegen lauter Zettel. Hier liegen Zettel und ein Kuli und da schreibe ich mir lauter Sachen drauf, den ganzen Tag, auch während einem Handel halt, ne? Also wenn ich irgendwo was sehe, wo ich sage, darauf achten, das einfach beachten, hier, guck dir das an, wenn über 300, dann eher Long suchen und sowas. Einfach auch mit sich selber ein bisschen schreiben, das hilft ungemein. Das hilft ungemein, sie auf Kurs zu, oder sich selber auf Kurs zu halten, immer den Plan ein bisschen vor Augen zu halten und dann haben sie eigentlich schon gewonnen. Und dann sind sie schon auf der Seite, die nicht emotional reagiert und das müssen sie auf jeden Fall verhindern. Das vielleicht auch nochmal als Hinweis, weil ich das wirklich die letzte Woche ganz oft gelesen habe. Mensch, die Tage waren so einfach. In der Morgenanalyse im Nachhinein, das hat alles wieder geklappt. Und innerhalb des Tages habe ich es einfach nicht umgesetzt bekommen. Das ist einfach, dann arbeitet man zu wenig mit sich selber. Dann reagiert man zu viel auf das, was kommt, aber man arbeitet zu wenig mit sich selber. Das ist der Grund, warum das so ist. Ne? Und daran kann man auch arbeiten. Das kriegt man relativ leicht. Da kann wirklich ein Zettel neben dem Rechner, kann das schon komplett umdrehen. Zu ihrem Vorteil. Ne? Von daher, das dazu, Analyse haben wir durch. Ich habe keine Präfer, ich habe wirklich gar keine Meinung. Ein bisschen eher nach oben noch, würde ich vielleicht sogar sagen, einfach weil der Freitag zu stabil war. Aber ich will, also, mich würde das nicht wundern, wenn der abkippt. Aber ich will das echt erst sehen. Ich will von dem einen Beleg haben. Ich würde ihn nicht shorten wollen, wenn er jetzt hochsteigt. Das würde ich. Weiß nicht, hätte ich keine Lust zu. Da wäre mir das Risiko, dass er oben durchrennt, viel zu groß. Würde ich eher Long suchen. Und mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben, weil mehr habe ich jetzt so auch nicht im Kopf. Also habe jetzt nicht so eine Idee, dass ich sage, ja, morgen wird unbedingt genau das passieren. Das ist wie so ein Patt. Ne? Jetzt muss einer den König umwerfen. Sonst bleibt die Kiste hier stehen und das wird sie nicht. Sie kann nicht einfach stehen bleiben und das Spiel ist zu Ende. Das funktioniert an der Börse nicht. Also muss jetzt ein König umfallen. Und dann sehen wir auch, wer gewonnen hat. Und das würde ich jetzt einfach noch kurz abwarten und dann die nächsten Schritte eben mitgehen. Freunde, ich würde jetzt hier zumachen. Wünsche viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder und gucken uns mal an, ob wir vielleicht schon eine Entscheidung bekommen haben, oben oder unten raus. Und wie es dann weitergehen kann. Ja? Gut. Viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen. Tschüss.